Guten Tag, Leute. Ein kleines Infovideo hinsichtlich Max Payne 3. Der Start von Max Payne 3 wird sich um einiges verzögern. Es war ja eigentlich Dienstag angesetzt. Aber FIFA 14 kommt ja am Donnerstag bzw. Mittwoch, wenn es Amazon denn mal wieder früher liefert. Und dann bin ich erstmal damit beschäftigt. Max Payne 3 wird sicherlich noch irgendwann starten. Aber wahrscheinlich wird es doch eine ganze Weile nach hinten geschoben. Denn wenn Marius und ich uns das Aufnahmegerät für die PlayStation 3 jetzt doch ein wenig früher kaufen schon, dann werde ich den Test damit machen, mit dem Aufnahmegerät, und zwar mit FIFA 14. Vielleicht erstmal so ein paar Matches online wahrscheinlich, mal gucken, was da so geht. Ansonsten ist das Gerät natürlich geplant für WWE 2K14, das Let's Play, was ja wahrscheinlich am 30. Oktober oder 29. Oktober starten wird. Ich denke, der 30. Ja. Da wird starten, dazu wird auch in Kürze noch ein Preview folgen, also eine kleine Vorschau zu dem, was wir vorhaben. Ich weiß nicht, ob Marius direkt alles erklären möchte oder nur einen Teil. Das werdet ihr dann wahrscheinlich aber bald sehen. Das hier wird jetzt auch kein großes Infovideo zu FIFA 14 werden, denn ich bin niemand, der sich da groß die Testberichte durchliest oder sonst irgendwelche Neuigkeiten, wie das Marius aber WWE gemacht hat, indem er da die ganzen Neuigkeiten reingebracht hat, aber nö. Das interessiert mich eigentlich alles nicht, denn ich bin jemand, der sich das Spiel einfach kauft, anguckt und dann bewertet. Die einzige Frage, die natürlich dann noch so bleiben wäre, wenn euch denn FIFA 14 interessiert, wäre die Frage, was soll ich denn dann machen nach WWE, wenn ich dann wieder das Aufnahmegerät habe. Warum wir nicht beide eins haben, erstmal, das Aufnahmegerät kostet 150 € und wir können Geld nicht scheißen. Also wie gesagt, was ich dann machen soll mit FIFA, ich könnte einerseits natürlich ganz klassisch, wie es so viele machen, den Ultimate Team Mode spielen. Das denke ich wäre aber einfach, das machen so viele, das wäre glaube ich langweilig. Als anderes könnte ich natürlich einfach Online-Saisons spielen oder Turniere davon. Die dritte Möglichkeit wäre dann, dass ich mal in den Karrieremodus reinblicke. Da soll es ja einige Neuigkeiten und Neuerungen geben, denn das würde mich schon relativ interessieren. Dann würde ich eine Saison bzw. eine Karriere starten, als Trainer wahrscheinlich, wobei ich die Spiele auch oft spielen werde, aber das werde ich dann alles noch gucken. Das wäre zur Möglichkeit. Und zu allerletzter natürlich, je nachdem wie viele Leute überhaupt Bock auf dieses Let's Play haben, könnte ich natürlich auch ein Abonnenten Turnier erstellen, wo dann der Gewinner, was weiß ich, 20 € oder so bekommt von den FIFA Points, das ich dann über so eine PSN-Karte machen würde. Ja, das würde gehen, oder normale Münzen als Gewinn, das kommt drauf an, das können wir alles dann nochmal klären, wenn es soweit ist. Ansonsten lade ich auf jeden Fall schon mal jeden recht herzlich ein, mich im PSN zu adden. Mein PSN-Name ist Xopets 256, werde ich auch noch mal unten hinschreiben. Da könnt ihr mich adden, wenn ihr denn auch FIFA 14 habt, dann können wir ja mal eine Partie gegeneinander spielen. Oder was auch immer. Der Rest wird sich, denke ich mal, alles ergeben. Auf jeden Fall noch mal alles kurz zusammengefasst. Max Payne wird nicht am Dienstag starten, sondern sich verschieben, da ich am FIFA zocken bin. Eventuell wird daraufhin ein kleines FIFA Let's Play oder ein paar FIFA Parts starten. Ansonsten geht es weiter am 30. Oktober mit WWE 2K14 und danach dann das richtige Let's Play von FIFA 14 und dazwischen irgendwann Max Payne 3. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Ciao.